Ach, hier, genau. Wolverine Hector. Also da unten war ich auch schon. Abwässerkanäle. Oh, wahrscheinlich ist es, liegt es an uns. Also es ist nicht vorgeschrieben. Es ist nicht vorgeschrieben, da irgendwie, wo wir hin müssen, sondern ich speichere erstmal. Oder. Oh. Okay, aber ich werde noch weitermachen. Ich habe irgendwie Lust jetzt gerade drauf bekommen. Was habe ich jetzt für einen Zauber? Kreatur befehligen bist du Stufe 65 Sekunden. Einmal täglich. Das ist voll falsch. Das heißt nicht Feuerball, das heißt wiederherstellen, ey. Ich habe mich schon gewundert, warum kann ich keinen Feuerball schießen. Okay, Leute. Wir müssen irgendwo eine Hütte finden. Oder irgendwas anderes. Denn ich will jetzt schlafen. Seht ihr mal, es ist Nacht. Wir müssen schlafen, unser Held. Also wir, ich. Ich bin ziemlich müde. Okay. Wir müssen uns einfach hier irgendwo was finden. Was finden? Hier muss da irgendwo ein Wirt sein oder sowas mit seinem Hotel. Da ist ein Schild schon mal. Es ist nachts sehr gefährlich zu reisen. Imperial City. Wo lang? Shadow. Shadinol. 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 Okay. Hab ich. Folgen wir halt dem Weg. La 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 la. Oh, schöne Gegend. Wenn es nicht so ein bisschen Grafikmatsch wäre, aber trotzdem. Man schlägt es einfach so. Wenn ihr es nicht gucken wollt, müsst ihr es nicht gucken. Oh mein Gott, ich bin so müde. Wir haben den ganzen. Ich bin den ganzen Abwasserkanal und noch eine Höhle durchwandert. Wir müssen schlafen für den nächsten Tag. Und wir ausgeruht sind. Guckt euch das mal an, ey, ekelhaft. Naja, gut. Was ist das? Wurzelbären der Prunkwilde. Mich würde es nicht wundern, wenn hier irgendwo gleich Kojoten oder sowas sind und mich angreifen. Hallo! Da war gerade ein Hirsch. Verdammt, nicht getroffen. Hirsch! Warte auf mich, Hirsch! Hirsch! Es wird Tag. Noch dringender ein Ding zu finden. Eine Raststätte. Dann sind wir nämlich schon 2 Tage durchwandert. 2 Tage haben wir. Hirsch! Diesmal töte ich mich, Bambi. Komm her. Ja, haben wir es denn bald hier? Was zur Hölle? Seht ihr das? Was zur Hölle? Da war gerade ein Skelett. Raus hier, weg, 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 weg. Oh, Bereich wird geladen. Ja, mach mal. Ich will da hoch und dann da reingucken, wenn das geht. Oh mein Gott, da war gerade ein Skelett. Ah, High Speed. Ja, okay. Da will ich hin. Okay. Spring doch, Mann. Tor. Die wiegen 1. Die wiegen nichts. Komm her, Skelett. Hä? Keine Angst vor Skeletten, Mann. Oh mein Gott, war da gerade ein Skelett, ehrlich. Komm ich hier raus? Nein! Boah, hab ich erschrocken, ey.
Was war das denn für eine Erscheinung dann? Skelett. Komm. Du kleine. Boah, Junge, ey. Was hast du eigentlich für einen Bogen gehabt? Ah. Alle haben denselben Schrott. Okay, ab zur... dahin. Habe ich eben gar nicht gesehen. Wow, wo kaufen wir den Baum her? Okay. Los, 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 Leute. Wir sind angeschlagen, sind müde. Können nicht mehr zaubern. Doch, zaubern können wir noch, aber... was wir alles gesehen haben. Wir haben Goblins gesehen, wir haben Ratten gesehen, wir haben Goblins gesehen. Ach, Golems wollte ich schon sagen. Skelette gesehen. Hallo. 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 Was kann ich für euch tun? Gib mir dein Pferd. Gerüchte? Wenn ihr schon reisen müsst, dann bleibt auf den Straßen bei den neuen Göttlichen. In der Wildnis ist es einfach nicht mehr sicher. Wir haben sie gesehen. Wisst ihr? Die Daedra. Was ist Daedra? Was? Hä? Müsst ihr bewundern, prahlen, witzen oder nötigen. Jeder, der diese Aktion hebt oder dämpft die Stimmung des NPCs, macht nicht so lange, der die Stimmung... Wenn ihr eine mögliche Aktion markiert, das Gesicht des NPCs in der entsprechenden Reaktion... Ja, ist klar! Ja, guck mal, ich sehe das Gesicht ja auch so, ne? Hm. Sehr gut. Einverstanden. Hä? Ja, Start. Bäh, das ist wie... Oh, bitte. Gute Hä? Arbeit. Oh nein, das ist zu viel der Ehre. Für mich? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Du kannst ja am Arsch lecken, gib mir dein Pferd. Weiter. So, schnell speichern und... Anstatt, der biegt jetzt ab, ey. Hallo. Ja. Ey, Junge. Mir ist nicht so spaßen, ja? Komm, endlich! Es gibt keinen Grund für Gewalt. Boah. Es ist aus, Gesetzesbrecher. Euer Spaß hat ein Ende. Ich nehme alle gestohlene Ware an mich, die ihr habt. Jetzt seid ihr an der Reihe. Zahlt eure Strafe. Ich sehe dich nicht, Junge. Ich führe euch ab. Schau mir in die Augen, Mann. Schau mir in die Augen. Hä? Hoffentlich ver... Ich will nicht ins Gefängnis, Leute. Nein, 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 laden. Ja. Ich geh da mal. Lalalala, ich habe nichts getan, weswegen du sauber sein müsstest oder so. Nö, nö. Ich bin ganz lieb und anständig. Boah, da ragt ein riesengroßer Turm. Aus der Stadt heraus. Wahrscheinlich ist das der Turm, wo die Prinzessin immer eingeschlossen sind oder so. Wo der Drache unten drunter ist. Naja, das sind die Filme von drin. So, jetzt will ich aber mal hier endlich weg. Speichern. Schlafen gehen. Guckt uns an. Wir sind müde. Ich bin müde. Ich habe Pfeile in meiner Rüstung drin. Das ist schon Beweis genug. Was ist denn das für einer? Ach ja, den hab ich ja umgebracht. Da waren die Abwasserkanäle, ne? Ja. Schwimm, schwimm, schwimm. Warum wachsen hier Pilze? Fisch. Fisch. Lalalala. Oh mein Gott. Wie weit es noch weg ist, ey. Ah. Haja. Was ist denn das? Wird es erstattet dazu? Nee. Warum habe ich nur ein FPS von 10? Das ist unglaublich. Später mal, wenn ich hier Aufnahme mal Stopp mache, guck ich mal, woran das liegt, ey. Eigentlich habe ich nichts nebenan laufen. Das ist komisch. Immer diese FPS-Brüche, wenn Gegner oder so auftauchen. Bereich wird geladen. Ja, ja, lad du mal. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts das jetzt sind. 7? 8? Ich spiele ja gerade am Stück. Und das heißt sehr viel rendern, Leute. Sehr viel rendern.
Naja, aber es gibt so viel zu entdecken in dieser Welt. Oh, ist das geil. Jetzt hab ich mal hier rein. Was wohl passiert? Fliegst du mir auf den Kopf zurück? Ja, komm wieder runter. Hm, so. Oh. Scheiße, ey. Gleich laufe ich hier vorbei und patsch gegen meinen Kopf. Ich will da rein. Lass mich da rein, Mann. Oder da rein. Da sind Tore. Oder ein Tor. Ein großes. Ich komme sofort, als ob ich so klein wäre, aber ich bin ja nicht so klein. Guck mich aus wie Kaiserstadt-Gefängnis. Oh. Hier wäre das Gefängnis also. Der Weißgoldturm. Vor Äonen von antiken Eileen. Nee, gehen wir erstmal in die richtige Stadt. Falls ihr kein Waffenschmiedegeselle seid, müsst ihr eure magische Waffenrüstung in der Stadt ausbessern lassen. Oh ja. Ab in die Stadt. Dann kaufe ich mir neue Schwerter. Neue Bögen. Und dann bin ich gerüstet für die ganze weite Welt. Boah, das sieht schön aus. Marktbezirk, ja. Ich suche mir jetzt eine Schenke. Gib mir den Rest. Die Eileiden. Hochelfen des Herzens. Ne, ich muss mal einen Händler suchen. Händler. Jolia. Wanted. Aha. Gesucht Graufuchs. Gesucht wegen Diebstahls, Unterschlagung, Fälschung, Taschendiebstahl, Fälschmünzerei, Einbruchsverabredung zum Verabredung zum Diebstahl, Raube sich. Oh mein Gott, ey. Beschreibung trägt einen grauen Umhang, der seine Erscheinung verbirgt. Wahrscheinlich männlich und aus Kalovia. Größe zwischen 1,50 und 80, Gewicht normalen Haar und Augenfarbe unbekannt. Alle Bürger, bla bla bla. Okay. Hallo. Ich höre euch zu, Bürger. Hm, ich will gar nichts sagen. Hey, hast du Bock auf einen Fliegenpilz? Was geht? Es gibt doch keine Probleme, oder? Graufuchs, was mit dem Graufuchs? Das ist dieser Dieb, von dem die kaiserliche Wache immer spricht. Er stiehlt gerne von den Reichen. Oh, der gefällt mir. Und gibt's neue Gerüchte? Wenn ihr schon reisen müsst, dann bleibt auf den Straßen bei dem... Ja. Tschö. Lebt wohl, Bürger. Hey, jo. Was geht? Ich spare, um Medizin kaufen zu können. Glückwunsch. Hier ist ein Märchen. Die kaiserliche Wache tut so, als gäbe es einen Diebeskönig mit dem Namen Graufuchs, der alle Diebe in Cyrodiil kontrolliert. Geil, ich auch dahin. Das ist natürlich nur eine Erfindung, damit sie einen Grund haben, uns weiter zu unterdrücken. Okay. Gibt's irgendwie Gerüchte oder neue? Ein neues Schiff hat im Hafen festgemacht. Die Marie Elena. Eine Galeone, glaube ich. Oh. Okay, tschüss. Möge Arkay euch segnen. Ja, wer auch immer Arkay ist. Über den Mord am Kaiser. Wir haben keinen Kaiser. Soll ich mal stehen? Und das. Lass ich gesehen, Krimineller Abschaum. Hast du gar nicht? Es ist aus Gesetzesbrechen. Verdammt, ich hätte speichern sollen. Ja, hier kannst du Gold haben. Zu schade aber auch. Ich hatte gern. Also. Ja, komm, hab. Was? Fuck, Mann. Alter, lauf mich nicht um. Ja, ich wollte einfach mal ausprobieren. Ey, darf man das hier nicht mehr, oder was? Wie viel Geld habe ich wieder jetzt? Wie viel Geld? Laber nicht. Wo ist mein Geld? Wie viel Geld hatte ich eigentlich? 97. Ich hatte irgendwas mit 120, ey. Oh, ich muss den ganzen Weg nochmal rüberlaufen. Irgendwann bestehle ich euch alle, weil ich ein Dieb bin. Wartet nur ab. Wartet nur ab. Die Rache wird fürchterlich sein. Damit klaue ich alle, wenn ich ein Meisterdieb bin. Auf dem Weg dahin erstmal heilen. So. Jetzt baue ich keine Scheiße mehr. Erstmal speichere ich und dann baue ich Scheiße. So. Wie beispielsweise jetzt. Wer hilft einem alten Bettler? Eine Münze für einen Versehrten. Alter, laber mich nicht von der Seite an, Mann. Das war dein letzter Fehler. Komm. Es ist aus. Sorry. Ich wollte nicht, dass sie mich anbettelt. Ich dachte, die will mich schlagen. Glück gehabt, Wer hilft
einem alten Bettler. Halt's Maul. Ich will irgendwen bestehlen. Guck nicht so. Ich will dich bestehlen. Guck mich nicht an, Mann. Ich will dich... Junge, du siehst scheiße aus. Geh zum Friseur. Was? Verdammt, Mann. Ich will irgendwen bestehlen. Lass mich in dein Haus rein. Dich hast du mir nicht gesehen. Nein, nein. Wachen. Oh, ich hab gar nichts gemacht, ey. Ich hab sogar nur auf Pferde gelegt. Ich hab gar nichts geklaut. Wer hilft einem alten Bettler? Alter, ich geb dir gleich alter Bettler. Was ist das denn hier? Die drei Brüder Handelswaren, ja. Illusionsmagie kennt einen Chamäleon-Zauber, der euch teilweise sichtbar und unsichtbar und sichtbar und unsichtbar und sichtbar. Hallo, was geht denn? Tullian, Sergius und Cicero, die drei Verus-Brüder. Ich bin Sergius. Ja, danach habe ich dich gar nicht gefragt. Graufuchs, was ist mit dem? Verdammter Dieb. Ich hoffe, sie knüpfen ihn auf, wenn sie ihn kriegen. Was? Aber er entwischt immer wieder. Die Bettler sind seine Augen und Ohren. Okay, was ist ein Hieronymus Lex? Das ist dieser Hauptmann der kaiserlichen Wache, der Aha. immer hinter dem Graufuchs und der Diebesgilde her ist. Lex Luthor. Eine Phantomjagd, wenn ihr mich fragt. Die Diebesgilde gibt es wahrscheinlich gar nicht. Und ich gehe jede Wette ein, dass es den Graufuchs auch nicht gibt. Natürlich gibt's den, er ist mein Boss bald. Was ist das denn? Kann ich euch etwas von meinem...